In diesem Video reden wir über 4 essentielle Dinge, die du berücksichtigen musst, wenn du mehr Erfolg bei Frauen haben möchtest. Die Dinge sind schnell und einfach umzusetzen, haben aber einen großen Effekt. Deshalb spitz die Ohren, viel Spaß mit dem Video. Die erste Sache, auf die du achten solltest, ist, dass du direkt von Anfang an einen positiven Eindruck bei der Frau hinterlässt. Wenn du einer Frau begegnest, dann wird sie sich in den ersten Sekunden sofort ein Bild von dir machen. Und dieses kann positiv oder negativ ausfallen. Und wenn es negativ ausfällt, dann machst du es dir vor allen Dingen als Anfänger schwerer, als es sein müsste. Die Frau fühlt sich komisch in deiner Gegenwart. Sie hat irgendwie das Gefühl, es hier mit einem weirden Typen zu tun zu haben. Und wenn du ein Anfänger bist, dann wirst du das Ganze nicht mehr drehen können. Anders ist es natürlich, wenn du einen positiven Eindruck hinterlässt. Wenn die Frau direkt ein gutes Bild von dir hat, selbst wenn du jetzt im Gespräch vielleicht noch ein bisschen angespannt bist oder ein bisschen nervös bist, hast du trotzdem die Chance, bei der Frau noch landen zu können. Was kannst du jetzt machen, um bei einer Frau direkt von Anfang an einen positiven Eindruck zu hinterlassen? Du musst dir jetzt keine Armani-Anzüge kaufen, du musst jetzt auch nicht aussehen wie ein Surferboy mit Waschbrettbauch. Es geht darum, wie ein Mann aufzutreten, der Substanz hat, der einen gewissen Anspruch an sich und sein Leben hat. Und das fängt natürlich bei deinen Klamotten an. Deswegen trage Klamotten, die einfach gut an dir aussehen. Trage Klamotten, die gut sitzen. Trage vor allen Dingen auch eher konservative Klamotten. Mache etwas mit deinen Haaren auf den Kopf. Mache etwas mit deinen Haaren im Gesicht. Und wenn du dann einer Frau begegnest, dann mache dich gerade. Sorge für angenehmen Augenkontakt. Lächle vielleicht ein wenig. Und dann werden viele Frauen dich gut finden, noch bevor du überhaupt das erste Wort mit ihnen gewechselt hast. Die zweite Sache, die extrem wichtig zu verstehen ist, wenn du mehr Erfolg bei Frauen haben möchtest, dass was du sagst, ist niemals so wichtig, wie du etwas sagst. Die meisten Männer wollen von uns immer irgendwelche Sätze haben, die sie zu Frauen sagen können, als gäbe es da draußen irgendwelche magischen Lines, die sie zu einer Frau sagen und die Frau wird sich sofort für sie interessieren, aber die gibt es nicht. Und selbst wenn du die richtigen Sätze irgendwie am Start hast und diese zu einer Frau sagst, aber diese einfach nicht gut rüberbringst, dann wird sich trotzdem keine Frau für dich interessieren. Ja, es ist okay, ein paar Sätze einfach im Petto zu haben, einfach damit man sich sicherer im Gespräch fühlt. Diese werden aber nicht automatisch dafür sorgen, dass sich eine Frau zu dir hingezogen fühlt. Zerbrich dir also nicht zu sehr den Kopf darüber, was du zu einer Frau sagst, sondern achte eher darauf, wenn du mit einer Frau redest, dass du ruhig und entspannt redest. Es ist ein Riesenunterschied, wenn du zu einer Frau sagst, hey, stopp mal ganz kurz, ich habe dich gerade da hinten gesehen, du bist voll mein Typ und hey, ich wollte dich einfach mal ansprechen. Das kommt einfach nicht gut rüber. Wenn du aber stattdessen zu einer Frau sagst, hey du, stopp mal ganz kurz, ich habe dich gerade da hinten gesehen, du bist voll mein Typ und ich wollte dich einfach mal ansprechen. Das kommt viel besser rüber. Wenn du mit einer Frau redest, dann sei auch nicht zu euphorisch, grinst auch nicht die ganze Zeit wie ein Vollidiot und vor allen Dingen pitch nicht deine Stimme so nach oben. Viele Männer reden mit einer Frau so, ach, du bist Grundschullehrerin, ah, das ist ja voll interessant. Ist bestimmt nicht leicht mit diesen ganzen Rabauken. Das ist einfach nicht cool. Red stattdessen so, ganz normal, wie du auch mit einem Kerl reden würdest. Ach krass, du bist Grundschullehrerin. Ja, boah, das stelle ich mir ganz schön schwierig vor mit diesen ganzen Rabauken. Das kommt einfach viel männlicher und viel besser rüber. Alleine diese beiden Sachen werden dir mehr Erfolg bei Frauen geben als jeder Spruch da draußen. Die nächste Sache, du musst einer Frau einfach klar machen, dass du an ihr interessiert bist. Wenn Antonio und ich früher Frauen angesprochen haben, dann haben wir das auch nicht gemacht. Wir sind auf die Frauen zugegangen, haben sie einfach nett angequatscht. Hey, du bist mir gerade da hinten aufgefallen, ich wollte dich einfach mal ansprechen. Dann haben wir mit den Frauen noch ein bisschen Smalltalk geführt. Wenn wir Glück haben, haben wir von der einen oder anderen Frau tatsächlich auch die Handynummer bekommen. Aber wenn wir die Frauen dann halt angeschrieben haben, dann kam von den Frauen einfach nie etwas zurück. Wir hatten einfach so gut wie nie Dates, einfach weil wir den Frauen nie klar gemacht haben, was eigentlich Sache ist und warum wir sie wirklich angesprochen haben und kennenlernen wollten. Wenn du einer Frau nicht klar machen kannst, dass du an ihr interessiert bist, dann wirst du mit vielen Frauen reden, die gar nicht merken, okay, dass du mehr von ihnen möchtest. Was aber viel wahrscheinlicher ist, dass Frauen schon merken, okay, der Typ, der möchte etwas von mir, aber der traut sich nicht so richtig, damit rüberzukommen. Den hemmt irgendwie etwas. Und das lässt sich in den Augen einer Frau eher schwach erscheinen. Und Antonio und ich haben auch die Erfahrung gemacht, wenn wir Frauen angesprochen haben und ihnen direkt gesagt haben, dass wir an ihnen interessiert sind, dass Frauen viel positiver reagieren, als wenn wir sie so von der Seite anquatschen und gar nicht so richtig damit rüberkommen, was wir eigentlich von ihnen wollen. Deswegen, wenn du einer Frau begegnest, die dir gefällt, dann sag ihr das auch. Sag ihr, dass sie hübsch ist, dass sie voll dein Typ ist, dass du sie gern kennenlernen möchtest. Quatsch ein bisschen mit der Frau, führ mit der Frau ein wenig Smalltalk, dann frag sie nach der Nummer oder nach einem Date. Wenn du das nicht machst, dann wirst du keinen Erfolg bei Frauen haben. Und noch eine ganz wichtige Sache zum Schluss. Mach aus dem ganzen Thema Frauen kennenlernen bitte kein Hexenwerk. Du musst dafür jetzt nicht tausende Bücher lesen, musst dafür jetzt nicht erstmal 3 Jahre studieren, bis du Erfolg bei Frauen haben kannst. Halte dich erstmal an einen ganz einfachen Leitfaden. Wenn du eine Frau siehst, die dir gefällt, dann mach ihr ein Kompliment, sag ihr, dass sie dir gefällt, dass sie gut aussieht. Dann quatschst du mit der Frau einfach 2-3 Minuten, erzähl ihr ein bisschen was von dir. Wenn du einfach merkst,
merkst, okay, die Frau entspannt sich, sie fühlt sich wohl im Gespräch, sie fängt an, dir Gegenfragen zu stellen, dann fragst du sie einfach nach der Nummer. Das funktioniert. Unsere Coaching-Teilnehmer aus der Mai-Gruppe haben teilweise vom ersten Tag an Handynummern bekommen, haben teilweise vom ersten Tag an schon Dates bekommen, einfach weil sie die Sachen berücksichtigt haben, über die wir hier in diesem Video gesprochen haben. Wir haben ihnen einen Leitfaden an die Hand gegeben, der funktioniert und schnell und einfach umzusetzen ist. Und wenn du das auch möchtest, dann kannst du gern Folgendes machen, ein gratis Beratungsgespräch bei uns buchen. Den Link dazu findest du hier unten in der Infobox. Dann erstellen wir mit dir gemeinsam einen Schritt-für-Schritt-Plan, wie auch du deine Ziele mit Frauen erfolgreich erreichen kannst. Und wenn alles passt, setzen wir diesen natürlich auch gerne gemeinsam in der Praxis um. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.